Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine Art, die eigentlich jeder Speisepilzsammler unbedingt kennen sollte, und zwar den spitzschuppigen Stachelschirmling. Beim spitzschuppigen Stachelschirmling handelt es sich um einen relativ weit verbreiteten Folgezersetzer. Die Art erscheint überwiegend auf Waldwegen, an Wegesrändern, in Gärten und seltener direkt auch im Wald. Die Art bevorzugt kalkreiche Böden und kann sowohl einzeln als auch in größeren Gruppen mit zahlreichen Fruchtkörpern pro Fundort gefunden werden. Finden kann man den spitzschuppigen Stachelschirmling vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Der spitzschuppige Stachelschirmling ist stark giftig. Die Art enthält Giftstoffe, die sich vor allem auf den Magen-Darm-Bereich auswirken. Bei Alkoholkonsum verstärkt sich die Giftwirkung stark. Lebensbedrohliche Vergiftungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Der spitzschuppige Stachelschirmling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 16 cm. Die Hutoberseite ist cremeweißlich bis braunweißlich gefärbt und mit bräunlich gefärbten Stacheln besetzt. Jung sind die Hüte geschlossen und wirken dann teilweise fast birnenförmig. Im Alter schirmen die Hüte auf und werden dann immer flacher. Auf der Hutunterseite befinden sich beim spitzschuppigen Stachelschirmling rein weißlich bis weißgelblich gefärbte Lamellen, die sich im Alter auch etwas weißgelbbräunlich verfärben können. Die Lamellen sind nicht mit dem Stiel verbunden, stehen also frei und außerdem sehr eng. Außerdem gabeln sich die Lamellen zum Stiel hin auch relativ häufig. Die einzelnen Schneiden sind wellig und das Sporenpulver ist weiß gefärbt. Ja, mit das wichtigste Merkmal beim aufgeschirmten spitzschuppigen Stachelschirmling ist auch der typische hängende, lappige und nicht verschiebbare Stielring. Der Stielring ist oberhalb weißlich gefärbt und glatt. Auf der Unterseite ist der Stielring dafür weiß-bräunlich bis bräunlich gefärbt und häufig mit Schuppen bzw. Flocken besetzt. In seltenen Fällen, überwiegend bei sehr alten Fruchtkörpern, kann der Stielring durch seine Vergänglichkeit auch mal fast gänzlich fehlen. In der Regel bleibt aber selbst bei ziemlich krassen Schneckenfraß irgendein Teil des vergleichsweise großen Rings übrig. Bei jungen, geschlossenen Fruchtkörpern verdeckt dieser Stielring als Schleier die Lamellen. Der spitzschuppige Stachelschirmling besitzt einen bis zu 12 cm langen und bis zu 4 cm breiten Stiel. Der Stiel ist weißlich bis weißbräunlich gefärbt und fällt an der Stielbasis häufig knollig verdickt aus. Wenn man den Fruchtkörper komplett entnimmt, dann sind an der Stielbasis außerdem häufig weißliche Myzelstränge zu sehen. Der Stiel fällt außerdem hohl aus und die Stielspitze lässt sich leicht vom Hutfleisch lösen. Das Fleisch des spitzschuppigen Stachelschirmlings ist weißlich gefärbt und besitzt einen sehr typischen, unangenehmen Geruch. Der Geruch wird nicht nur als unangenehm und stechend, sondern häufig auch mit gasartig oder an Schwefel erinnernd umschrieben. Der Geschmack soll mild bis ebenfalls leicht unangenehm ausfallen. Aufgrund der Giftigkeit sollten Geschmacksproben aber unterlassen werden. Ja, warum soll der spitzschuppige Stachelschirmling jetzt so relevant sein, beziehungsweise warum sollte den jeder kennen? Ja, der spitzschuppige Stachelschirmling ist wie beschrieben stark giftig, vor allem mit Alkohol wird es da schnell lebensbedrohlich. Der spitzschuppige Stachelschirmling wird außerdem immer wieder für einen Riesenschirmling, zum Beispiel einen Parasol, gehalten und selten auch mit verschiedenen Championarten wie zum Beispiel dem Riesenchampion oder auch verschiedenen Waldchampions verwechselt. Folgende Punkte sollten bei einem Fund in diese Richtung deshalb immer die Alarmglocken schrillen lassen. Spitze, abwischbare Schuppen bzw. Stacheln auf der Hutoberseite. Rein weißlich bis schmutzig gelb-weißlich gefärbte, sehr dicht stehende Lamellen. Ein vergleichsweise großer, lappiger, häutiger, hängender Ring, der auf der Unterseite gerne auch mal mit Schuppen bzw. Flocken besetzt sein kann. Unangenehm stechender, gasartiger Geruch.
Ja, neben den bereits im Hintergrund gezeigten Arten wie dem Waldchampion, dem Riesenchampion, den Riesenschirmling, den sternschuppigen Riesenschirmling, gibt es da natürlich auch noch andere Arten, mit denen man den spitzschuppigen Stachelschirmling verwechseln kann, und dazu zählen auf alle Fälle die anderen Stachelschirmlinge. Als Beispiel kann man hier nennen den kegelschuppigen Stachelschirmling, den kakaobraunen Stachelschirmling, den Igelstachelschirmling, ja, oder auch die weiße Form vom spitzschuppigen Stachelschirmling. Alle diese Arten kommt man leider noch nicht finden, weshalb wir die hier leider nicht im direkten Vergleich zeigen können. Ja, so viel zum Thema spitzschuppiger Stachelschirmling. Wie schon anfangs beschrieben, eine Art, die jeder Speisepilzsammler kennen sollte, vor allem dann, wenn man Riesenschirmlinge oder auch verschiedene Championarten für Speisezwecke sammelt. Da muss man den spitzschuppigen Stachelschirmling auf alle Fälle immer im Kopf haben, um da eine gefährliche Verwechslung auszuschließen. Ja, zum Abschluss von diesem Pilzporträt gibt es jetzt nochmal Detailaufnahmen vom spitzschuppigen Stachelschirmling. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.